Hier im Brucker Rathaus inmitten der schönen Architektur diskutieren die 31 Gemeinderäte über alle möglichen Themen. Was kann die Stadt Bruck als Erfolgsmeldung weitergeben? Wir, die Brucker Volkspartei, ist ja vor der Gemeinderatswahl angetreten, um Veränderungen für die Stadt in der Verwaltung, im politischen System, war unser Anliegen. Und das ist auch der Grund, warum wir seit der Gemeinderatswahl mit der Mehrheitsfraktion, mit der SPÖ, konstruktiv zusammenarbeiten. Und es ist uns da schon vieles gelungen. Es ist natürlich auch die Opposition, die hier mit im Gemeinderat sitzt. Wie also jetzt im Volksmund gesagt, Diskussion, die immer ein Haar in der Suppe finden. Ja, und wie es jetzt gerade wieder die Diskussion ist, eben, dass die FPÖ eben politische, persönliche Attacken reitet gegen den Bürgermeister. Aber wir, wie gesagt, sind in der konstruktiven Zusammenarbeit mit der SPÖ als Brucker Volkspartei und haben da in diese Richtung schon sehr viel auf den Weg gebracht. Ich denke da eben an die Stadtvision, die wir umsetzen, aber natürlich auch an den wichtigen Bereich der Haushaltskonsolidierung, Haushalt 2020. Es geht eben darum, dass man finanzielle Mittel wieder frei macht, um sie für Zukunftsprojekte zur Verfügung zu haben. Welche Baustelle ist Ihnen jetzt die wichtigste? Welche hat Priorität? Ja, wir sind gerade dabei, das Haus Bruck an der Mur, eben Projekt ist uns jetzt gerade in Umsetzung, wurde im Gemeinderat im letzten beschlossen. Da geht es um eine Verwaltungsreform, da geht es um eine neue Struktur im Bereich in der Verwaltung. Es werden Gesellschaften, die unsere wirtschaftlichen Agenten betreffen, zusammengebracht. Es soll da Aufgaben aus verschiedenen Bereichen in der Verwaltung sollen gebündelt werden, Doppelgleisigkeiten sollen vermieden werden, dazu soll die Effizienz gesteigert werden und natürlich auch Kosten eingespart werden, weil das ist ja eigentlich der Grund, warum man solche Dinge auch angeht. Das heißt also, die Strukturen bringen natürlich mit sich, dass es weniger Arbeit gibt für jene Leute, die halt bisher ganz bequem im Sessel gesessen sind. Das heißt jetzt nicht, dass es weniger Arbeit für diejenigen gibt. Es wird einfach verlagert, gebündelt und man hat dann doch wieder Ressourcen und auch Arbeitsmöglichkeiten für die Mitarbeiter frei, in anderen Bereichen sich zu vertiefen. Und man hat eine Struktur jetzt auch, was die Veranstaltungen betrifft. Veranstaltungs-GmbH wollen wir ab dem 1.1.2019 ja haben, die Veranstaltungen hier in der Stadt übernehmen soll. Den Input, die Idee, welche Veranstaltungen kommen, die kommen natürlich aus der Kulturabteilung, die kommen von Vereinen, aber wir werden eine Veranstaltungs-GmbH haben, die all das umsetzen wird und die quasi ein One-Stop-Shop ist für alle Bruckerinnen und Brucker und natürlich auch für die Stadtverwaltung und für die Stadtpolitik, die Veranstaltungen umsetzen wollen. Gibt es personelle Veränderungen? Personelle Veränderungen wird es keine wesentlichen geben. Das ist jetzt noch ein bisschen zu weit nach vorgeblickt. Es ist jetzt erst dabei, dass diese neuen Gesellschaften entstehen. Aber wesentlich an personellen Veränderungen wird es nicht geben. Also bleibt der Marketingchef der Stadt? Marketingchef der Stadt wird ausgeschrieben, also von daher gibt es natürlich noch keine Informationen, weil das wissen wir noch nicht, wer da sich bewerben wird. Also der Vertrag ist nicht verlängert bisher? Der Vertrag ist bisher nicht verlängert, nein. Und wann kann man damit rechnen, dass man Neues in dieser Richtung erfährt? Das kann ich Ihnen jetzt leider Gottes zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Und wenn Sie selbst Bilanz ziehen, Frau Vizebürgermeister, mit welchen Aktionen sind Sie zufrieden, mit sich selbst und mit welchen noch weniger? Also wir sind, wie gesagt, zufrieden, dass wir diese Stadtvision jetzt Step by Step abarbeiten, dass wir auch im Bereich der Haushaltskonsolidierung, dass uns da schon einiges gelungen ist. Es sind wieder mehr die Kernaufgaben, die eine Stadt zu bearbeiten hat. Die rücken in den Vordergrund. Die Belustigungen natürlich, muss man sagen, da muss man schon wesentliche Einsparungen machen.
Und das möchte ich immer wieder betonen, das positive Image der Stadt Bruck an der Mur nach außen zu tragen. Ich sage ja, Investoren sehen die Stadt positiv. In der Stadt, die Bürgerinnen und Bürger sehen es oft nicht so, aber es ist sehr wesentlich, diese qualitätsvolle Stadt, die ein urbanes Lebensgefühl gibt, die wirklich sehr viel an Infrastruktur den Bürgerinnen und Bürgern aller Generationen zur Verfügung stellt, positiv nach außen zu tragen. Und so können wir gemeinsam unsere Stadt für die Zukunft gestalten. Und wieder gibt es eine Reihe von Diskussionspunkten, die auf eine Lösung warten.